Schwing- und Älplerfest wird Ihnen präsentiert von Migros Luzern mit ihrem Versprechen aus der Region für die Region und Radio Pilatus. Ja, es gibt einen ganz spannenden Schlussgang. Der Alpigernick auf der einen Seite. Wir sehen ihn hier im Bild jubeln, wo er gewusst hat, dass er heute um einen Festzug mitschwingt. Auf der anderen Seite ein Innerschweizer, der Rotenturmer Schuler Christian, der sich wahrscheinlich wahnsinnig freut, dass es nach dem letzten Fest heute so weit kommt und er im Schlussgang stehen kann. Ja, und irgendwie ist es jetzt inzwischen auch so ganz eine besondere Magie hier in der Arena. Die Leute sind parat, warten gespannt auf den Schlussgang. Und wenn ich schon den Philipp hier bei mir im Studio habe, der das dreimal erlebt hat, wo er dann auch als Sieger im Schlussgang rausgekommen ist, was ist das für ein Gefühl für die zwei, die jetzt eigentlich darauf warten, um den grossen Festzug zu kämpfen nachher? Also im Vorfeld sind jetzt sicher beide mit voller Konzentration da. Sie wissen, was sie erwartet. Wir haben den Gang im vierten Gang schon gesehen. Und ja, ich sage, sie können sich jetzt noch ein bisschen spezifischer darauf vorbereiten. Weil wenn du einen Gegner zweimal am Tag hast, was ich auch schon erlebt, und zweimal den gleichen Gegner gewinnen, ist relativ schwierig. Aber ich hoffe jetzt, dass es am Schluss eine Entscheidung wird geben. Kann denn jetzt der Schüler Christian in diesem aktuellen Fall irgendwie noch Sachen anpassen? Eben aus der Erfahrung von dem Gang, den er heute schon gehabt hat, gegen ihn. Wie schnell kann man das auch? Oder wie macht man das konkret? Ja, ich sage, da muss man das Körpergefühl sicher ein bisschen walten lassen und mit der richtigen Einstellung rausgehen. Der Alpigernick hat grosse Geduld bewiesen heute im vierten Gang. Der Schüler Kriegel hat ein, zweimal ein Schwein gehabt. Und jetzt denke ich, muss er ein bisschen umstellen. Er muss wirklich präzise Angriff muss er machen. Um dass er noch zum Resultat kommen kann. Und einfach aufpassen, dass er nicht in den Konter läuft. Top fokussiert ist er zumindest schon mal. Der Alpigernick hier auf dem Weg in die Arena, inklusive Rucksack. Uli, was geht einem durch den Kopf, wenn man weiss, man kann jetzt um den Festzug schwingen? Ja, gewinnen. Schlussendlich. Also jetzt muss man alles riskieren. Eigentlich schlussendlich. Man hat nichts mehr zu verlieren. Muss sich einfach die richtige Taktik zweglegen. Vom Alpigernick weiss man, er ist ein Junge. Er hat sehr gute Wettkampfübersicht. Das hat er heute gezeigt. Er hat Geduld zum Warten. Sehr effiziente Züge. Er ist blitzschnell, wenn er kommt. Auf allen Seiten gefährlich. Und er hat es auch in der letzten Zeit bewiesen, in der Nordwestschweiz. Mit dem ist wirklich zu rechnen. Schulich Regel. Kommt ein bisschen aus einer Phase, in der es ihm nicht so gelaufen ist. Hat jetzt heute wieder mal ein bisschen auftrumpfen können. Und für ihn geht es jetzt wirklich darum, dass er den Schub kann mitnehmen von dem heutigen Tag. Mit der gleichen Motivation ist in den Gang rein. Und er hat sicher den Alpigernick gut analysiert. Und ich hoffe für ihn, dass er die richtige Taktik gewöhnt da findet. Aber es ist schon so, die Anspannung ist jetzt relativ gross. Und auch die mentale Stärke kommt jetzt da sicher wieder zum Zug. Es ist wichtig, dass man auch einen kühlen Kopf bewahrt und nicht übereifrig wird. Das sich nicht will erzwingen, wenn es nicht eine gute Ausgangslage ist. Und ja, es gibt eine spannende Sache. Darum tauchen wir doch ein in den Höhepunkt vom 113. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest hier aus Flüelen. Der Schlussgang steht vor der Tür. Wir wollen endlich wissen, wer Festzeiger wird. Und darum gehen wir gerade ab zu unseren Kommentatoren. Ah, die Risa Sonic Power. Die Schaltzahnbürste für ein strahlend schönes Lachen. Die Risa, spürbar besser. Alpigernick oder Schuler Christian, da sehen wir, wie die beiden heute geschwungen haben. Sie haben gestellt, gerade gegeneinander im ersten Gang, dann Sieg gegen Von Abenji im zweiten, Sieg gegen Imo Fandi im dritten, Egli Damian Sieg im vierten und auch der Nötzli Reto im fünften hat den Alpigernick bezwungen. Der Schuler Christian im zweiten gegen Ambühl Schuel gewonnen, Suppiger Röni bezwungen, Fankhauser Marco gewonnen und der Schortenberger Sven ebenfalls mit einem Zehni geschlagen. Also das Duell sehen wir heute zum zweiten Mal. Schuler Christian gegen Alpigernick.
Der Schuler Christian, der 31-Jährige, gegen den Alpiger Nick, der 22-Jährige aus dem Kanton Aargau. Der Alpiger Nick, der schon einen ISV-Kranz hat, einmal hat er gewonnen, hat 4 Kranzfestungen. Und der Schuler Christian hat demgegenüber schon 15 Kranzfestsiege, unter anderem zweimal das Innerschweizer gewonnen. Wir erinnern uns, das letzte Jahr Rang 1C, wo er schon unter der Dusche gestanden ist, praktisch. Und dann plötzlich das Fest zusammen mit dem Vicky Joel. Und ein Stucki Christian gewonnen hat. Hier sehen wir den Schuler Christian auf dem Weg in die Arena. Er, der auch 2016 das Fest vor der eigenen Haustür gewinnen konnte, zu einsiedeln. Die Ausgangslage ist offen. Man hat das gesehen heute schon, wo sie gestellt haben miteinander, wo sie sich gegenseitig neutralisiert haben. Jetzt ist natürlich die Ausgangslage etwas anders. Es geht um einen Festzug. Die Nervosität kommt noch ein bisschen dazu, macht das Ganze nicht einfacher. Ich weiss, es ein Fehler, das ganze Fest, deutsch gesagt, zur Sau machen. Ja, es ist nicht immer so eine einfache Situation, wenn man am Schlussgang steht, vom Mentalen her. Es geht länger. Es gibt verschiedene Taktiken, die einen warten ab. Auch haben wir gesehen, der Mathis Marcel greift gerade an, hat das Fest können gewinnen. Ich bin gespannt, für was für eine Taktik sich die zwei werden entscheiden. So, wenn ich es so einschätze, wird der Schioler Christian sicher eher auf einen Angriff gehen. Und wie man es jetzt gesehen hat, ist der Alpiger eher ein bisschen defensiv eingestellt auf dem Gang. Das wird sich dann zeigen. Alpiger Nick, für ihn ist es eine absolute Premiere, hier an einem Innerschweizer im Schlussgang zu stehen und dann auch gerade noch zu gewinnen. Das hat er noch nie geschafft in seiner Karriere. Und der Schuler Christian, er könnte das Fest, wenn er es gewinnt, schon zum dritten Mal gewinnen. Und was wir auch ganz klar wissen, wenn es einen Sieger gibt, dann gewinnt er das Fest alleine. Wenn die beiden stellen, dann erbt der Vicky Joel und gewinnt das Fest. Ja, der Vicky Joel, der das letzte kennen, Zähne machen noch. Urteilfälliger Festsieger, wenn die zwei stellen. Also sie können nicht, sie müssen auf Angriff schwingen, sie können nicht einfach abwarten. Von dem her erwartet uns sicher einen interessanten Schlussgang. Ja, jetzt kann natürlich der Vicky Joel sagen, nein, da hinten sehen wir einen roten Trainer. Also er ist nicht, er will noch nicht duschen. Also er spekuliert nicht, dass es da sowieso einen Sieger gibt. Also er hofft schon insgeheim. Ja, das ist logisch, dass man da, man verfolgt das sicher. Also je nachdem, ob man damit rechnet oder nicht. Ich war zwar auch schon unter der Dusche, was plötzlich geheissen hat. Ich habe noch gewonnen. Aber ich denke, jetzt da ist die Ausgangs. Ich war dort dann eigentlich überzogen, dass die eine Entscheidung machen. Das wird sich jetzt ich denke, der Schiller Christian, wenn er weiss, dass ein Verbandskamerad gewinnt, wird vielleicht auch nicht das letzte Risiko eingehen. Es ist angerichtet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, die Spannung ist richtig zu spüren, hier im wunderschönen Schwimmstadion in Flüelen. Schuler Christian, der 31-Jährige gegen den 9 Jahre jüngeren Alpiger Nick. Ja, und der Blick aufs Wetter. Es hat gehabt. Super Voraussetzungen, die Sonne scheint, es kann losgehen. In wenigen Augenblicken, Schlussgang, Innerschweizer Schwing- und Alpenfest 2019. Da sehen wir jetzt wieder die Taktik vom Alpiger Nick, der relativ tief probiert zu greifen. Relativ lang da der Arm blockiert vom Schiller Christian, also Nick kann aufstellen. In jedem Moment kommt das Geod vom Kampfrichter. Ja, Weiberhaken versucht gerade mit
kurz hinten nachher vom Schüler Christian. Jetzt ein kurz. Noch ein kurz. Und Entscheidung. Letz vom Alpiger Nick. Für den Alpiger Nick. Das ist wahrscheinlich die grösste Überraschung am heutigen Tag. Mit dem hat am Morgen niemand gerechnet. Keiner hat ihn auf der Liste gehabt. Der Alpiger Nick, man sieht die Emotionen. Er gewinnt zum allerersten Mal als Innerschweizer. Herzliche Gratulation in Kanton Aargau. Ja, er hat herrlich mit einem Letz kontert. Der Schiller Christian hat im Moment so ausgesehen, ob er mit dem kurz durchmacht. Der Alpiger abklärt, wie er ist. Hat Letz kontert. Und der Schiller Christian bleibt können bezwingen. Der Alpiger Nick, der ein würdiger Sieger ist von diesem Fest. Super Notenblatt hat. Absolut verdient, das Fest gewonnen hat. Ja, und es ist zum ersten Mal seit 2013, dass wieder ein Gast in der Schweiz gewöhnt. Im 13. war es Gisler Bruno. Mein Name. Gisler Bruno, der mit einem Top-Notenblatt in der Schweizer Spitze typiert hat. Dort, was jetzt am Alpiger gelungen ist. Er hat sehr stark geschwungen, sehr abgeklärt, Riovic. Und absolut verdient gewonnen. Ich darf jetzt das Siegerinterview. Da sehen wir es noch einmal kurz. Setzt gerade noch einmal nach und jetzt genau mit Letz Blatt können bezwingen. Ja, einen kurzen Prozess hat er gemacht, Alpiger Nick mit dem Schuler Christian. Und ja, viel Luft hat er nicht gebraucht, darum ist er jetzt schon parat für das Siegerinterview bei Marc Lüscher. Geniessen wir noch die Bilder und jetzt wenn wir ihn hören. In der Schweiz gewinnen, ein Riesentag. Ein Riesentag. Das ist jetzt mit Abstand das allergrößte, das ich jeden hat erreichen durfte. Und vor allem im Schlussgang gegen Schuler Christian. Der hat mich, ich sage mal, in meiner ganzen Schwingerkarriere die ganze Zeit verfolgt. Und er hat mich auch motiviert. Und dass ich jetzt ihn wirklich hier gewinnen, das ist einfach unglaublich. Ich weiss, kein Wort. Ja, man merkt, es geht Ihnen sehr nahe. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr kurz nach dem Sieg ins Sagmel geknüllt sind? Ja, es ist, also ich glaube es gar noch nicht. Es ist noch nicht realistisch. Ich habe das Gefühl, ich schwebe noch irgendwo auf einer Wolke oben. Ja, jetzt ist es, dass es aufgegangen ist, dass ich hätte es mir heute Morgen, ich habe vielleicht daran geglaubt, aber ich habe sowieso gewusst, dass es gehen kann, aber dass es wirklich aufgeht, boah, das ist wirklich absoluter Wahnsinn, ja. Also wir können Sie beruhigen, es ist Realität, Sie haben das Fest heute gewonnen. Etwas nimmt mich noch Wunder, Sie haben 5 Eidgenossen auf dem Blatt heute. Was macht es doppelt wertvoll, der Erfolg? Ja, also ich sage, wenn man als kleiner Gast von der Nordwestschweiz kann einen Innerschweizer gewinnen, das ist, ey, das schlägt aus den Armen, das geht gar nicht eigentlich. Das geht gar nicht, wirklich. Janik Halbiger, Sie haben begeistert mit spektakulärem Schwingsport. Das ist nochmal Ihren Applaus, der Sieger von MISAF 2019, Janik Halbiger. Emotionale. Ja. Wunderschön. Ein Gast gönnt aus dem Aargau, das ganze Stadion applaudiert. Alle mögen ihm den Sieg von Herzen gönnen.
Das sind Emotionen pur da am heutigen Sonntag. Der Alpiger Nick, der da heute ein kleines Märchen geschrieben hat. Er hat selber gesagt, als Gast als Innerschweizer zu gewinnen. Und er hat gerade 5 Eidgenossen auf dem Blatt gehabt. Ja, ein würdiger Sieger. Ja, absolut, absolut. Mit diesem Notenblatt absolut verdient. Man sieht Emotionen pur. Das ist sicher für ihn das Grösste, das Fest kennen, zu gewinnen. Dann noch mit so einem Notenblatt. Hut ab vor der Leistung. Und er gewinnt den Stier Maestro, der 3-jährige Muni aus Finstersee im Kanton Zug. Jetzt natürlich die grosse Frage, nimmt er ihn mit heim und geht mit ihm heute durchs Dorf? Oder geht ihn wieder zurück in Zug? Das weiss er jetzt selber nicht, wird eben nach dem entscheiden. Für den Muni ist halt noch schwierig, auch einen Abnehmer zu finden. Es bräuchte noch gerade auch einen Stall, dass man ihn anbinden kann. Aber ich denke, vielleicht für einen Einzug wird er sicher mitnehmen ins Aargau. Wenn man die Mami gesehen hat, hat noch einen Schnupf genommen vorhin. Also auch sie ist da total aus dem Häuschen. Ja, unglaubliches Fest. Und ja, jetzt ist natürlich der Alpigernick auch einer, wo wir müssen damit rechnen am eidgenössischen Zug. Der Sieger vom Innerschweizer gehört immer zu den Favoriten denn am eidgenössischen. Ja, das hat er vor dem Fest schon gehört, da zu den Favoriten. Also von dem her wird das für ihn jetzt nicht neu sein. Er weiß, was er kann. Er hat sicher Selbstvertrauen. Und er wird noch sicher am Eidgenössischen wieder Vollgas geben. Ja, aber der eine oder andere haben wir jetzt sicher mehr auf der Rechnung. Ja, und was unsere Experten dazu sagen, die ganze Analyse, die gibt es jetzt mit Fabian Bammert.